Ja, und damit hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, ich bin ein bisschen schwer beladen, aber nicht weiter schlimm, denn wir bauen jetzt einfach hier. Ja, so, ne? Kurz. Unser kleines Häuselein hin. Hatten wir ja gesagt, dass wir das machen. Hm? Hab ich nicht noch Wände gebaut? Ich dachte, ich hatte Wände gebaut, Freunde. Hatte ich das vergessen? Wir waren ja schon auf dieser schönen Insel, haben die uns angeguckt. Sie war auch sehr hübsch, aber... Es wäre dieses eine ausschlaggebende Teil, das mich sehr glücklich machen würde. Ein schöner Wasserfall, ein schönes Häuslein, ein schönes... Irgendwas Schönes halt. Der See. Fehlt das. Und solange wir das nicht haben, können wir da leider nicht bauen. Bescheid. So, jetzt haben wir hier die Türen. Jetzt müssen wir die Türen hier wieder reinmachen. So, 4 Dächer brauchen wir, ne? 3, 4 haben wir hier auch. So. Kiste brauchen wir auch nur eine. So, der Rest kann Dash. So, das brauchen wir auch nicht. Das kann auch weg. Bett brauchen wir auch nur eins. Das kann auch weg. Ich hab ernsthaft keinen. Bin ich echt alt, ne? So, Moment, jetzt brauchen wir Wände. Torchball. Bei 40, 50, ich bin so. Ich mach mal nur 20. Weil das Ding ist so, ich weiß halt nicht so recht genau, wie lange wir noch unterwegs sein müssten. Ich kann es euch halt aktuell einfach noch nicht sagen. Und solange ich das nicht weiß. Mache ich lieber nicht zu viel. Nicht, dass wir jetzt in der nächsten Folge schon unsere Insel gefunden haben. Man weiß ja nie. Ja. Und dann habe ich hier so viele Torchwände. Brauchst eigentlich gar nicht. Wobei, man kann es eigentlich immer gebrauchen. So für den Anfang wird man natürlich auch ein Haus aus dem Ding Material bauen, das einfach eine Zuflucht haben. Aber ihr wisst ja, wie ich das rede. So. Perfekt, das ist gemacht. Dann kommt der Dach drauf. Ja. Gut. Ja. Abheben. Bevor es festklickt. Wieder dunkel, ne? So. Lagerfeuer, Bettsche, eine Kiste und die Tür. 1 Fenster. Bei der 4 Quadratmeter Bude wieder, ne? Lagerfeuer schon. Kiste. Und das Badge. So. Perfekt, Freunde. Perfekt. Wunderbar. So. Wir schauen jetzt immer kurz hier in die Kiste rein. Essen mal eine Kleinigkeit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2. So. Alles wieder zurück rein in die Kiste. Dann natürlich auch hier wieder alles schön aufräumen. Alles rausmachen. Der Fass ist noch relativ voll. Oh.
Nein, ich, verdammt, ich wollte das nicht aufheben. Ich habe aus den aufgehoben. Ich wollte eigentlich was trinken, aber dazu muss auf sein, ne? So. Wieso funktioniert das eigentlich nicht mehr, Freunde, seit so ein paar Dingern, dass man das einfach automatisch schließen kann, sondern dass man das jetzt wirklich über dieses Ding schließen muss? Wisst ihr, wie ich meine? Auch das Lagerfeuer, das ist... Seit diesem vorletzten Update, es gab jetzt wieder ein Update, aber seit diesem vorletzten Update funktioniert das nicht mehr, oder vorvorletzten? Ich weiß nicht, auf jeden Fall stört mich das unheimlich, es stört mich wirklich extremst. Nervt mich echt ein bisschen so. Ich muss mal jetzt eben kurz mal auf die Karte spickeln. Wir sind jetzt auf der in... Halt die Frage... Mir gefallen diese D-Inseln eigentlich ganz gut. Ich würde deshalb sagen, es wird jetzt dunkel. Ja? Wir gehen das Risiko ein und wir fahren los bei Nacht und zwar hoch nach D. Oh, da läuft ein Alpha-Schaf. Schwein. Schwein, ja. Das ist ja Schwein. Eben nur gucken, wo wir hinfahren müssen. Moment. Drehen. Wir fahren hoch nach D11, ist das, glaube ich. Gerade D11. Oh Gott. Eilverblase wird. Anders. Ah, ich schaue nochmal eben auf die Karte. Ja, so fahren wir perfekt hoch. Und fahren nach D10 fahren wir jetzt. Fahr nach D10 auf diese kleine Insel da und schauen uns die Insel mal an. Weißt du, dieses Gebiet, das Gebiet gefällt mir ganz gut und ich erhoffe mir halt daraus, dass wir da eventuell halt ein bisschen mehr Wasser finden, also Seen oder irgendeinen schönen Fluss oder sowas. Das würde halt echt mega toll passen so. Und ich habe jetzt auch noch so eine kleine Frage an euch. Ja, ihr wisst ja alle, dass ich gerne auch RP spiele. GTA-RP. Jetzt meine kleine Frage an euch. Würdet ihr euch darüber freuen, wenn ich sage, ich mache da ab und zu mal ja, ein paar Videos, also schneide mal gewisse Dinge vielleicht zusammen, vielleicht gewisse RP-Situationen, mache vielleicht auch ein paar Fun-Videos draus. So in der Hinsicht irgendwas, weil ich nehme das ja immer auch auf, auch zum Schutz für mich, falls mal Meta und bla und blub oder irgendjemand was OOC oder ne, so, ne, oder was nicht mit rechten Dingen zugeht und man halt einfach dann was hat, wo man halt auch, ne, ihr wisst schon, was ich meine, so supportmäßig oder sowas, was ich halt sehr ungern mache eigentlich im RP, aber manchmal geht es halt einfach nicht anders, ja, so, schneide ich ja immer so gewisse Dinge zusammen. Und jetzt ist meine Frage so, habt ihr darauf Bock? Wollt ihr, dass ich da wieder was in der Hinsicht mache? Ich habe ja gesagt, wenn ich es schaffe, würde ich es gerne von einem Tier machen. Es wird definitiv kein Stream mehr geben von RP, ja? Weil da ist einfach viel zu viel Meta, da ist viel zu viel... Ja, es macht einfach mir keinen Spaß mehr und es macht den Leuten halt einfach auch keinen Spaß. Ja, und auch es nimmt sehr viel RP halt einfach raus, weil viele Leute RP und OOC halt einfach, also IC, was IC passiert, was in-game passiert, nicht trennen können und dich halt spoilern oder. Es gibt so vieles und auch wenn du das nicht bewusst wahrnimmst, ja, also sagst, hey nein, es interessiert mich nicht, ich weiß es nicht, du weißt es indirekt und es nimmt dir sehr viel Spielspaß. Also es nimmt mir sehr viel Spielspaß raus, es nimmt anderen viel Spielspaß raus. Deshalb lasse ich das. Aber so Fun-Videos oder mal so ein Zusammenschnitt, so ne, wie ich es früher gemacht habe, immer wieder mal. Hättet ihr da Bock drauf? Also, es würde dann natürlich auch heißen, es kann mal sein, es kommt 3-4 Monate gar nichts, ja. Und es kommt dann aber auch vielleicht einmal im Monat zweimal was. Je nachdem, wie viel Material ich halt auf Zeit zusammenbekomme, ja. Und dann auch zusammenschneiden kann, ohne... dass man es benutzen könnte, um zum Beispiel unsere Familie zu, ne,
zu metern, zu spoilern oder dergleichen. Versteht ihr? Also wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Und wenn es klappt mit dem Hund, ja, oder mit einem Tier, dann mache ich das natürlich auch. Das mache ich auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall safe sein. Aber jetzt halt so die Geschichte, ne, von meinem Charakter, den ich habe, so, ist halt schon ein bisschen her, dass ich, also ich spiele ihn schon länger, es ist halt schon alles so mittendrin. Aber wenn ihr darauf aktuell Bock habt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare und ich werde dann gucken, was sich so machen lässt. Ich habe schon ein paar Material zusammengesammelt, so. Ich habe ja damals auch das Video der Idiadis hochgeladen. Ja. Ich werde aber in diesen Videos, das zeige ich euch gleich, ja, ich werde dort die Kommentare deaktivieren. Ja, weil ich auf dieses Ganze dann, schlechtes Video und hab noch nie so was Blödes gesehen, das ist doch kein RP und mit dem und dem und bla und blub. Da wird halt auch so viel dann Scheiße reingeschrieben, wo ich mir immer denke, so Leute sagen, es ist immer noch RP. Sagen, was versteht ihr denn darunter nicht? Es ist immer noch RP. Es ist eine Figur, es wird gespielt. Nehmt doch, legt doch da nicht immer alles auf irgendeine Goldwaage drauf oder irgendwas oder labert keinen Scheiß, wenn ihr keine Ahnung davon habt. Ja, dass dieses ständige Diskutieren dann drüber und oh mein Gott, das war jetzt totaler Fail oder das war scheiße oder du kannst doch nicht mit sowas machen oder Freunde, das ist RP, ja, es ist RP. Man kann das nicht mit dem Real Life so dolle vergleichen. Man kann vieles vergleichen damit, ja, aber nicht komplett. Es ist immer noch ein Spiel. Also entspannt, chillt eure Basis, ja, und ne, deshalb werde ich dort einfach diese Kommentare deaktivieren, um dem aus dem Weg zu gehen. Ja. So, aber jetzt genug von GTA gequatscht hier und gefragt und gemacht und getan. Wir spielen jetzt Atlas und können unser Boot leveln. Los. So. Ich habe hier mal aufs Schiff, aufs Los gekackert. So, jetzt fahren wir mal diese Insel an hier. Aha, zwei Torbögen sind da. Das sieht schick aus. Und da ist der liebe Finn gekommen. Ja, grüß dich, Finny. Na, was ist los, mein Großer? Wir haben jetzt morgens, ich nehme gerade auf, ja. Und ich war davor, bevor ich aufgenommen habe, war ich mit Moki spazieren. Und dann kriegen die Katzen und der Hund ja immer was Feines, also Leckerli, ne, wenn ich dann wieder nach Hause komme vom Spazierengehen. Und ja, Finn ist halt verfressen, das wisst ihr ja. Und der würde gerne jetzt noch ein bisschen mehr Futti-Futti und Fressi-Fressi haben. Da kommt er jetzt auch gerade. Aber das gibt es nicht. Also gibt es jetzt erstmal eine schöne Streicheleinheit, weil Finny will ja jetzt auch schmusen, ne, Großer? Oh. Aber ich muss trotzdem an meine Maushand kommen. Du kannst dich hier gerne hinlegen, du kannst es gerne bequem machen. Es wird halt... Ja, mach es dir bequem. Versuch, dich hinzulegen. Es ist halt gerade ein bisschen eng, so, weil Tastatur ist halt da. Die brauche ich zum Spielen. Ja, und dein Schwanz hätte ich auch ungerne vor meinem Bildschirm. So, ich bin gerade aufnehmen. Da hinten links ist eine Kiste. Die holen wir uns aber jetzt nicht. Und ich muss gleich auch nochmal testen wegen dem Bug, ne? Nicht, dass wir hier wieder keine Geisterschiffe haben, weil irgendwie sehe ich schon wieder keine. Ich glaube aber nicht, Freunde, dass es auf der Insel Wasser hat, also eine Wasserquelle. Wir werden es ja gleich sehen. Ich glaube es nicht, aber wir schauen uns die Insel trotzdem an. Und das letzte Mal, das hat der liebe JB wieder geschrieben, das Gem, was wir gefunden haben, also dieses grüne Zeug, das ist auch Edelstein. Ist da dabei? Edelstein. Also geil, richtig geil, Freunde. Ich muss kurz husten, Moment. Ja, das war kurz ein Huster. Wir haben Edelsteine gefunden, was ich mega, mega feier. Ja? Also, es lohnt sich definitiv, ich sage es immer wieder, Freunde, es lohnt sich definitiv, sich eine Insel anzugucken, auch wenn man eigentlich aktuell sich denkt, so, oh nee, was soll denn auf der Insel schon sein? Da ist ja nichts. Nein, es ist auf jeder Insel vielleicht irgendetwas, was du vielleicht noch nicht besitzt, was du noch nicht hast, was du noch suchen musst, was du noch nicht gefunden hast, ja? Also, ne? Und allein manchmal schon wegen dem Aussehen, wie die Inseln aufgebaut sind, lohnt es sich schon, ja? Es lohnt sich eigentlich so gut wie immer. Also, meiner Meinung nach. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich sehe jetzt, erkenne jetzt nicht, ob das eine Kuh da hinten ist oder ob das ein... ein wildes Tier ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal nicht, weil ich würde gerne hier nämlich meine... Da ist eine Kuh, okay.
So, weil wir setzen nämlich hier dann unseren Anker. Wir machen eben mal das Lagerfeuer schon aus. So. Dann packen wir eben mal ganz kurz das, was wir jetzt hier bekommen haben, in die Kiste rein. Auch hier die... ganzen Pläne und sowas. Das können wir später dann, wenn wir eine Basis haben, alles... Ja, es funktioniert auch. Okay. Können wir später dann, wenn wir die Basis gebaut haben, alles dann aufbauen. So, Anker ist gelichtet und wir haben betreten Kolpa Peninsula. Das sind manchmal Namen, ne? Ganz komisch. Ist ja eher so ein bisschen kältere Gebiete. Ich bin mir halt nicht zu 100% sicher, ob ob es auch schneit auf diesen Gebieten. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, ob es Gebiete gibt, in denen es schneit. Ich weiß, ich glaube, ich habe danach auch schon gefragt. Aber ich habe bis jetzt keine Antwort, glaube ich, erhalten. Außer ihr habt die Antwort natürlich geschrieben, während ich die Aufnahme hier schon aufnehme, gerade so, ne? Dann, kann dann natürlich auch sein, dass ich das dann erst in den nächsten Folgen lese oder so. Das ist immer unterschiedlich. So, aber wir schauen jetzt erstmal diese schöne Insel an und hoffen vielleicht, ja, vielleicht wird es ja schon unsere Insel. Die sah auf jeden Fall viel, viel kleiner aus und jetzt irgendwie wirkt die schon wieder richtig groß, so. Hase? Du bist Hase, Hase. Was ist das? Normaler Stein, alles klar. Wisst ihr, immer alles anfassen, immer alles berühren, immer bei allem schauen, so, weil man weiß ja nie, ne? Oh, und da sind wir diese tollen Fasern, pass auf. Die gleich wieder alle hier. Sieht irgendwie auch so aus wie dieses Dünengras immer, dass das so auf Dünen wächst, ne? Viele Bären laufen hier rum. Mir gefällt halt einfach so auch diese Art von Strand und so. Ich finde das mal was anderes. Ich finde halt echt, das haben sie so super geschafft mit diesen verschiedenen Inseln, dass jede Insel individuell aussieht, dass jede Insel was Besonderes hat, so, ne? Dass hier zum Beispiel jetzt dieser Kieselstrand, die Bäume sind anders, es sind keine Palmen, ja? Ich feiere das. Ich finde das so geil. Wir sind nicht immer nur in der Karibik, ja? Sondern wir sind halt auch irgendwo anders. Und wir schauen uns das jetzt hier alles schön an in Ruhe, ne? Und vielleicht ist das ja schon der Traum der Träume. Wer weiß. Wir werden es... Ihr wisst ja, was ich gerne haben möchte, ne? Einen schönen Fluss oder einen schönen See oder irgendwas dergleichen. Das würde ich halt echt extremst feiern. Gerade mein Handy kurz auf stumm geschaltet, weil hab gerade gehört, bing, kam gerade eine Nachricht rein. Das möchte ich halt feiern. Und jetzt wird der Tag. Und ja, wie es dann weitergeht und was es auf dieser Insel so erwarten wird und ob wir vielleicht einen Fluss oder einen See finden und ob das vielleicht dann unser Zuhause wird, all das seht ihr dann in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.